Hier, ich habe den Asiaten gerade neben mir und ich hab irgendwie meine Sensoren haben mir vermittelt, dass er sich irgendwie gerade so ein bisschen. Ich habe gedacht, er sitzt hier da wie so ein Häufchen Elend. Deswegen habe ich ihm gerade gesagt, Muss wahrscheinlich erstmal. wünsch dir mal eine Reaction, wünsch dir einen Song, wünsche dir einen Song, auf den wir jetzt zusammen reacten. Und er hat gesagt, Kollege Big Boss. Cheers, my friend. Diese Hände Haben noch nie. gearbeitet. Woo. Ja, Holy, wir arbeiten für Holy, ne? Das ist unser Partner und da gibt es leckeren Eistee, Energy Drinks, 100% vegan, weniger als 0,5 Gramm Zucker. Oder Prozent, ich weiß es doch nicht, ihr wisst es doch besser. Erster Link in der Beschreibung? Nein, es ist der zweite. Gleich schreibt mich Mieze wieder an. Witzig, dass wir jetzt gerade Werbung machen, während wir uns. Kolle, ist da nicht, war da nicht mal irgendwas mit Holy? Egal, Spaß, wir gehen jetzt rein. Achso. Oh, wollen wir das drin lassen? Es ist der Big Boss. Da hat sich Deutschrap, da kam die Wende. Das ist so ein richtiger Rispo-Beat, oder? Ist es Ja, Rispo? klar. Das ist so richtig so Der dieser. Boss auf Rispo Beats mit mehr Gold als das Mr. T. Mit mehr Gold als das Mr. T. Aber hier ist so richtig männlich. Eine Seite, du Schlampe. Es ist der Big Boss im seidenen Mantel. Ich sag dir ganz ehrlich, für viele sagen jetzt, Kolle sieht da aus wie der letzte aufgedunsene Milchbubi, Digga. So, aber ich hab da so eine Connection zu. Wenn ich diese Voice höre von ihm und sein Aussehen, ich krieg da radikale Flashbacks. Da muss ich, Emotional. safe, safe, safe. Da muss ich auch an 2006. Oh. Gut, genug gelaufen. Tut, der bricht sich schon selbst, hat voll die Zitrone. Nee, 2006 habe ich ihn das erste Mal Gut. gesehen. Bei Prinz Pi. Bei Prinz Pi, der war Vorgruppe mit KIZ zusammen. Und dann habe ich ihn beim Splash gesehen, sein legendärer Auftritt, war ich auch da. Und da hatte er so eine Jacke an. So eine übelst geile Selfmade-Jacke, so eine lilane. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Da sah er so aus und deswegen Ich hab da. Nostalgie-Flash. Und sie kann mit ihren Speckrollen Gitarre spielen. Dir wird Sei erzählt von meinen ey. Ex-Ollen, ich kann nicht viel. Halt, stopp, ich kann mit meinen Speckrollen Speckrollen Gitarre Gitarre spielen. spielen. Reguliere die Szene allein, denn die ganzen Rapper sind G-technisch auf Messdiener-Level. Kid, ich hab nichts für sie übrig, außer Desinteresse. Es ist der Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss. Das ist so schön, das ist auch richtig diese Qualität von früher, wirklich. Auch diese Soundquali und alles, Digga. Das ist einfach. Das ist einfach. Kollege-Album war also eins meiner Lieblingsalben. Kannst du jeden Song hören? Kollege-Album. Das Album Alpha Gene. Also Alpha Gene war schon krass, aber Kollege hat wirklich alles. Kollege hat alles zerstört, das Album. Finste? Finde ich. Ich muss da nochmal reinhören. Also ich habe eine ganz krasse Connection zu Boss der Bosse. Ja, okay. Das ist auch ein sehr gutes Tape. Alpha Gene 1. Ja, gibt's viele, Digga. King ist. Ja, gibt's wirklich so. Ja, King ist auch krass, natürlich. Ja, das ist schon krass. Gangster, Rap, Big Boss. Der ballert dir vor die Füße, bis du Grip walks. Sieg deiner Bitch, Storf. Schreitet weltmännisch wie ein Geograf über den Feldteppich aus Leopard. Diese Reimsetzung: Weltmännisch wie ein Geograf, Feld. Über den Feldteppich aus Leopard. Das eins ist natürlich wieder voll der mega krasse Reim, aber auch die Reimsetzung ist geil, weil Feldteppich aus Leopard ist ein schön vorgezogener Reim, Digga. Bitchdorf schreitet weltmännisch wie ein Geograf. Weltmännisch wie ein Geograf. Über den Feldteppich aus Leopard. Hochnäsig wie Jayo Lines, playboyhaftes Life. Hier bist du fehl am Platz wie Kate Moss bei dem Weight Watchers Verein. Ich komm im Range Rover vorbeigerollt auf Goldfelge, die Taschen voller Geld, du billige Bitch. Ich kidde dich, bin Revolverheld, wie Billy the Kid und Humpel Cent. Das ist so krass. Felge die Taschen. Ich hab das ja auch ewig jetzt nicht mehr gehört, ne? Deswegen kommt mir fast neu vor gerade alles. Geld, du billige Bitch, ich kenne dich, bin Revolverheld, wie Billy the Kid und Humpelzenten auf der Benchpress. Danach gibt's große Beefsteaks, Proteinshakes, wie Entenbrust mit French Dressing. Guck mal, ey, warte mal kurz, diese Reimsetzung, ich muss das wieder analysieren, Digga. Das lässt mein ADHS nicht zu, Digga, dass ich darüber gehe. Das ist voll krass. Danach gibt's große Beefsteaks, Proteinshakes, so wie Entenbrust mit French Dressing. Aber auf was? Entenbrust mit French Dressing. Voller Geld, du billige Bitch, ich kenne dich, bin Revolverheld, wie Billy the Kid und Humpelzenten auf der Benchpress. Danach gibt's. Zentner auf der Benchpress. Ich pumpe Zentner auf der Bench. Zentner auf der Benchpress. Benchpress, jetzt kommt Binnenreim. Große Beefsteaks, Proteinshakes, so wie Entenbrust mit French Dressing. Das ist Entenbrust mit French Dressing. Okay, das ist zu krass halt. Und du sagst, du machst konsequent Muskeltraining. Warum ist dann jede Konsistenz polygenisch? Selbst wenn du deinen Vorsatz hältst, dich anzustrengen, du bleibst an selben Handeln, stemme das meist bei gelben Ampeln. Bremse des Weichei. Boah, da krieg ich auch so einen Hals beim Autofahren.
Welche Situation in deinem Leben macht dich am aggressivsten? Na, Autofahren ist es definitiv nicht. Nicht? Ich fahr wie ein Rentner, Bro. Ich bin der Wichser, über den du dich aufregst. Ja, wahrscheinlich. Fahr mal! Du bist auch so bei gelben Ampelbremsen, das weiß ich. Bremse ich selbst. Boah, Digga. Ich fahr auch 30. Die 25 in der 30er-Zone fahren. Hosen tragen, wie sie in der 30er-Mode waren. Ich komm mit 30 Gramm Koks per Bad aus Holland rüber und verticke es mit 700% Gewinn an Sonderschüler. Der König ist hier. Also bei Autofahren, Digga, da kriege ich wirklich, das macht mich, ich halte mich selber auch für den besten Autofahrer, den es gibt. Ja. Und alle Menschen auf der Straße können kein Auto fahren, außer mir. So fühle ich das mich. Stimmt. Kennst du dieses Interview? Und guck mal, da ist der richtig arrogant. Da ist er arrogant. Hm. Das war diese Phase, wo er wirklich, danach war er einfach sympathisch. Und da war einfach so dieses, Akku Berlin-Domäne. Gibt's ja gar nicht mehr, oder? Ja. Wie viel haben die denn mehr verkauft? Die haben 3.000, 4.000 mehr verkauft. Das ist mein neues Album, das hab ich mehr verkauft. Die Voice war damals einfach noch so dieses Abgewichstere. Ja, aber der hat auch diese Augenringe so runter, Milchbubi-Gesicht und dann so dieses, ich bin der beste Double-Time-Rapper Deutschlands und der Welt. Ja. Das war schon geil, Digga. Also der ist auf jeden Fall sehr krass selbstbewusst aufgetreten damals. Depp wie Elefanten, Menschen stets breit bei den Handeln, stemme das meist bei gelben Ampeln, bremse das Weichei. Depp wie Elefanten, Menschen stets breit bei nicht in eleganten Hemden, it's Nightlife. Der Big Boss, ey, yeah, ey, geh beiseite, du Schlampe. Ist es der Big Boss im seidenen Mantel? Ey. Ich pumpe die eisernen Hanteln, reguliere die Szene alleine die ganzen. Weißt du, woran du erkennst, dass Frauen, die im Video sind, nicht tanzen können, wenn du immer nur ganz kurze Takes von ihnen siehst? Die sind immer nur so ein Bewegung, fupp. Also ich finde die, Also meine Videos waren damals um die Zeit schon besser. Tausendfach besser. Deine zum JBB waren damals besser. Nee, krass. Vorher auch schon. Das war ja hier 2.7, Digga. Echt? Ja. Das war 2.7. 2.8 kam das Album. Krass, ne? 2.8 kam das Album. Nee, 2.7 war Guck auf die Goldkette und 2.8 kam Kollege, das Album. Sind G-technisch auf Messdiener-Level-Kit. Ich hab nichts für sie übrig, außer Desinteresse. Ist es der Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss, yeah. Ey, du kommst aus der Metzgerei, siehst den matt-schwarzen Benz an, halte die Panzerfensterscheibe, gibt langsam den. Und das ist die Stelle, das ist so Stelle, die sind mir früher nie aufgefallen. Wenn ich das heute hören würde, würde ich sagen, bisschen holpriger Flow, Alter. Also rund. Der Blick ins Innere. Ja, aber rund geflowt ist es nicht, Bro. Nee. Das war krass gereimt, aber. Du kommst aus der Metzgerei, siehst den matt-schwarzen Benz an, halte. Du kommst aus der Metzgerei, siehst den matt-schwarzen Benz anhalten. Die Panzerfensterscheibe gibt langsam den Blick ins Innere. Frei, bitte springen herbei, bitten um ein Autogramm vom Boss, der den Stoff zentnerweise im Schrank lagert. Aber das ist halt zu, warte mal kurz. Sag mal, was du reimst, also diese, Digga, dieses zentnerweise im Schrank lagert. Guck mal, das ist der Endreim. Zentnerweise in. Guck mal, wie er einsteigt. Metzgerei, siehst den matt-schwarzen Benz. Metzgerei, siehst den matt-schwarzen. Benz anhalten, die Panzer. Fensterscheibe gibt langsam den Blick ins Innere frei. Blick ins Innere frei. Blick ins Innere frei. Bitches springen herein. Um ein Autogramm vom Boss, der den Stoff zentnerweise im Schrank lagert. Zentnerweise im Schrank lagert. Da holt er den Reim wieder back. Metzgerei, siehst den matt-schwarzen. Metzgerei, siehst den matt-schwarzen. Zentnerweise im Schrank lagert. Das ist halt. Das hat mir früher, als es neu war für mich und als ich das geblickt habe selber so, ne? Das hat ja wirklich Kolle, muss man einfach sagen. So, nenn es Kacksacki, nenn es wie du es willst. Es ist ein fucking Fact. Kolle hat diese Art zu reimen ins Land gezogen, Dicker. Es hat niemand davor so gerappt. Naja, also in RBA, gab es auch schon einige, die so. Naja, da klar, da gab es so Chasey 61 oder so, da gab es schon ein paar, ne? Aber auf diesem Reimlevel so niemand. Mainstream, also das ist ja dann schon Mainstream. Ja, so, aber ich meine. Kolle safe der Erste. Aber ich habe durch Kolle gecheckt, wie man krasse Reime setzt, wie man krass reimt und so. Safe. Das ist einfach so ein Paradebeispiel hier dafür. Safe. Und als ich das gecheckt habe, ist mir so, Digga, mir das Herz auf der Brust gehüpft, weil ich gedacht habe, wie krass ist das, Digga? Tauche mit Buff, Programm vom Boss, der den Stoff zentnerweise im Schrank lagert. Ey, guck, ich tauche mit Barvermögen auf bei der staatsbehördlich laufenden Strafanhörung. Sitze dort im winterlichen Trenchcoat von La Martina. Ey, La Martina, wie Frau Hingis bei den French Open. Der Boss. Ey, warte mal, La Martina Hingis ist eine Tennisspielerin. Lama Hingis. Ein Trenchcoat von La Martina. Ey, La Martina, wie Frau Hingis bei den French Open. Der Boss auf. Warum, was hat die bei den French Open damals verkackt, oder was? Probier's mit mehr Gold, Martina.
Ey, La Martina, wie Frau Hingis bei den French Open. Der Boss auf Whisper Beats mit mehr Gold geht denn als Mr. T. Vertickt er dann der Beine voller Junkies in der Regel dann am Ende von der Woche in der Disco Speed. Oh, sauberes Double Time. Bist ein anderes Talk, hinter der Boys, moin, ich zucke deine Zucke, wer der Boss am Flow ist. Oder der Kanada-Deutsche ballert auf euch und der liegt am Boden wie Obdachlose. Der Big Boss. Der Kanada-Deutsche ballert auf euch und der liegt am Boden so wie Obdachlose. Was ey, meinen ausgeprägten Flow ist. Oder der Kanada-Deutsche ballert auf euch und der liegt am Boden wie Obdachlose. Der Big Boss, ey, meinen ausgeprägten Stirnnacken. Ausgeprägten Stirnnacken, umschmeicheln Pelze von aussterbenden Tierrassen. Die Zähne deiner Graubirte. Das ist so wirklich so, guck mal, das ist wirklich, da kommst du immer bei so Tierrassen, wenn du so unter Tierrassen oder wenn so Pelzlines kommen. Picasso left the chat. Picasso, morgen 13 Uhr, SeaWorld, Haupteingang. Wieder wie jeden Sonntag, was? Spaß, beruhig dich. Wenn du so bei so Pelzteilen oder so, musst du ja als Influencer oder als YouTuber oder als Person des öffentlichen Lebens, musst du ja eigentlich immer deinen Senf dazu geben. Und ich will auch gerne meinen Senf dazu geben. Also wenn andere Rapper darüber rappen, weiß ich nicht, dass sie Pelz tragen und es ist scheißegal, wem es gefällt oder nicht, und dass die Attitude hat von wegen, die meinen das ernst, was sie sagen, dann sage ich was dazu. Aber wenn Kolle das einfach in so eine krasse Reim verpackt, ey, mein ausgeprägter Stiernacken ist geschmückt von aussterbenden Tierrassen oder so. Schmeichelt Pelz. Ja, schmeichelt Pelz. Dann Bro, ja, dann ist es einfach, ein geiler Rap und hat nichts mit einer ernsthaften Aussage zu tun, so in meiner Welt. Szene deiner graubärtigen Bierflaschen ausleerenden Hartz-IV-Arznähne nach paar Faustschlägen Klaviertasten. Yeah. Aber das habe ich nie gecheckt. Nach paar Faustschlägen Klaviertasten. Na, weil diese. Die. Na, eigentlich müssten sie ja ausfallen, aber. Nach paar Faustschlägen Klaviertasten. Na, kennst du das nicht beim Comic, wenn die dann immer. Nicht lauter reden. Oder dass die dann so wie ausfallen. Oder meint er, wenn du zwei Tasten nebeneinander hast und du drückst eine rein, sieht's aus wie ein ausgeschlagener Zahn oder was. Wegen den Löchern und dem Schwarz-Weiß-Muster. Weil die Zähne fehlen. Okay, alles klar. Okay. Manchmal kann es so einfach sein, Kollege. Ja. Vier Flaschen ausleerenden Hartz-IV-Arznähne nach paar Faustschlägen Klaviertasten. Yeah, ey, geh beiseite, du Schlampe. Ist es der Big Boss im seidenen Mantel? Ich pumpe die eisernen Hanteln, reguliere die Szene allein, denn die ganzen Rapper sind G-technisch auf Messdiener-Level. Kid, ich hab nichts für sie übrig, außer Desinteresse. Es ist der G-Stock, G-Stock, G-Stock. Big Boss, Big Boss, Big Boss. Ey, sag mal, weißt du, was ich vermisse? Nee. Es ist der Big Boss und deine Gang rennt davon, wenn sie mich sehen. Halt die Fresse und schweig. Ich baller auf dich, bis du Crip walks. Ey, bin ich bei deiner Gang. Ey, der Boss hasselt die halbe Nacht. Doch es ist die Ventilatoren. Wenn du Wind davon bekommst, wirst du kalt gemacht. Wo ist denn das? Das ist eigentlich... Oder Leute, verarschen wir gerade? Das haben wir nicht gehört jetzt, oder? Nee. Das ist der dritte Part, das ist wahrscheinlich die Videoversion für MTV, ist das die Version. Ist nur auf der Albumversion. Also ist nur Albumversion, okay. So, geht's dir jetzt besser? Jetzt geht's mir gut. Jetzt sind wir am Start. Jetzt sind wir am Start, jetzt gehen wir rein.